In Teil 2 geht es um jugendliche Medienwelten. Das heißt, wir schauen uns jetzt ein bisschen genauer an, wie eigentlich Jugendliche Medien nutzen und was das für sie bedeutet. Zunächst ein bisschen auf einer theoretischen Ebene und dann geht es immer ins Praktischere. Wenn wir uns also anschauen, welche Zugänge zur Lebenswelt von Jugendlichen wir haben, dann gibt es Zugänge aus den unterschiedlichen Disziplinen. Die Soziologie schaut zum Beispiel drauf, wenn sie sich Sozialisationsinstanzen anschaut oder Nutzungsstudien macht. Die Medienwissenschaften, großer Begriff, Medienwirkungsforschung oder Uses and Gratification Approach, da werden wir gleich noch dazu kommen. Die Psychologie schaut nicht nur von Seiten der Entwicklungspsychologie auf Medien, sondern auch, was Medien tatsächlich mit den Nutzern machen, mit der Stimmung von Nutzern, wie sie da eingesetzt werden. Und natürlich die Pädagogik und Erziehungswissenschaft hat einen ganz eigenen Blick auf Medien. Das Ganze ist natürlich nicht immer trennscharf und auch das, was jetzt kommt, ist eine Mixtur aus all diesen Zugängen. Wir schauen uns als allererstes zwei Theorien an, wie man sich eben Jugendliche oder allgemein Mediennutzung anschauen kann. Das eine ist der Uses and Gratification Approach, das andere die kognitive Dissonanztheorie. Ich finde beide ganz praktisch, um Medienhandeln zu verstehen und auch zu verstehen, wenn man pädagogisch irgendwo einwirken will, wie kann ich denn überhaupt eine Verhaltensänderung bewirken oder machen? Ist das denn überhaupt möglich? Der Uses and Gratification Approach ist mehr eine Forschungsstrategie als eine geschlossene Theorie. Im Gegensatz zur klassischen Medienwirkungsforschung, vielleicht kennt die ein oder der andere noch die Leswell-Formel, fragte der Uses and Gratification Approach nicht, was machen die Medien mit den Menschen, sondern was machen die Menschen mit den Medien. Das heißt, die Nutzerin, der Nutzer wird als aktiver Rezipient gesehen, nicht mehr als passiver Empfänger von Medienbotschaften. Dementsprechend wird davon ausgegangen, dass die Nutzerin, der Nutzer eben das Medienangebot selektiert und sich gezielt Medien aussucht, weil er oder sie sich eine Befriedigung der Bedürfnisse verspricht. Und dabei ist auch immer die Frage, was wären denn so Alternativen, um die hinter der Mediennutzung stehenden Bedürfnisse zu stillen? Mediennutzung wird so als interpretatives soziales Handeln gesehen und Medienangebote werden dann eben vom Nutzer interpretiert. Wenn wir uns jetzt Gratifikationen anschauen in der heutigen Zeit, dann haben wir vielleicht so etwas wie Zeit mit der Familie verbringen, Zeit totschlagen, wenn einem langweilig ist, aber auch eine gesellige Stimmung oder Unterhaltung könnten sowas sein, was ich mir damit verspreche mit meiner Mediennutzung. Aber was natürlich die Gratifikation, die ich mir durch eine Mediennutzung verspreche, angeht oder was als solche empfunden wird, ist wiederum medial vermittelt. Und dementsprechend darf man diese Wechselwirkung eben nicht vernachlässigen. Zum anderen gibt es dann noch die kognitive Dissonanztheorie. Die sagt eben, dass man bei der Mediennutzung natürlich oder auch allgemein, es ist jetzt keine spezifische Theorie für Mediennutzung, kann aber gut darauf angewendet werden, dass es immer darum geht, dass wir probieren, keine Dissonanz zu haben in unseren Gedanken, Überzeugungen, Einstellungen und eben bei der Wahrnehmung eigener Verhaltensweisen. Wenn hier eine Dissonanz auftritt, also irgendwas nicht zusammenpasst, dann versuchen wir, die Dissonanz zu reduzieren. Und zwar haben wir dann verschiedene Möglichkeiten. Also wenn ich eine Medien nutze und will unterhalten werden, aber fühle mich jetzt nicht unterhalten, was mache ich dann? Dann kann ich mein Verhalten ändern oder ich könnte tatsächlich auch anders damit umgehen. Zum Beispiel Argumente hinzufügen, die den ursprünglichen Gedanken stützen und sagen, hey, aber Sarah fand das doch auch unterhaltsam, also schaue ich es mir nochmal weiter an. Ich kann auch bestimmte Informationen einfach vermeiden. Nehmen wir mal an, ich mag WhatsApp wahnsinnig gerne, aber sehe dann einen Artikel über Datenschutzprobleme bei WhatsApp. Dann kann ich sagen, den lese ich einfach gar nicht. Ich kann dann eben auch positive Bereiche innerhalb meines Wissens hervorheben und sagen, aber WhatsApp bietet mir doch das, das und das.
und kann eben auch andere Sachen noch mit hinzupacken. Ich kann bestimmte Sachen von Konsonanten, Kognitionen, also von Dingen, die in mein Weltbild passen, kann ich sagen, die sind wichtiger. Oder Dissonante kann ich sagen, die sind trivial, die sind eigentlich gar nicht so wichtig, sind zwar auch Informationen, aber so richtig brauche ich die eigentlich nicht. Wenn wir uns jetzt Jugendliche genauer anschauen, dann kommt eben auch die Psychologie, insbesondere Entwicklungspsychologie, mit ins Spiel. Jugendliche haben spezielle Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen oder die eben zum Erwachsenwerden auch hinzugehören. Das sind zum einen kognitive Bedürfnisse, da geht es um Orientierung und Kontrolle der Umwelt, um affektive Bedürfnisse, Stimmungskontrolle und Unterhaltung, habituelle Bedürfnisse, also so Alltagsgewohnheiten, wie eben, dass Medien ein Zeitgeber sein können oder auch Sicherheit schaffen. Und natürlich ganz groß soziale Bedürfnisse, also soziale und parasoziale Interaktion. Dazu schauen wir uns jetzt ein paar ganz konkrete Beispiele an. Wie kann man das denn jetzt mit Medien machen? Bei den kognitiven Bedürfnissen, wo es ja um Information geht, denken wir vielleicht als Erwachsene bei Information als erstes an Google oder an Nachrichtenportale. Bei den Jugendlichen ist YouTube da ganz groß. YouTube wird als Suchmaschine verwendet für Nachrichten, um zu erfahren, wie man Dinge macht und tatsächlich eben auch, um herauszufinden, wo verorte ich mich denn in dieser ganzen großen, komplexen Welt. Das heißt, hier kann ich tatsächlich Orientierung finden, indem ich mir Videos anschaue, indem ich mir anschaue, wie andere bestimmte Probleme lösen. Dementsprechend sind auch manchmal ganz triviale Sachen, wie jemand kocht etwas oder schließt seine Waschmaschine an oder fährt zu IKEA und kauft etwas, plötzlich spannender Content, weil es einfach darum geht, herauszufinden, wie funktioniert denn diese Welt. Dann haben wir natürlich auch sehr geprägt durch YouTube oder andere Social Media Sachen wie Instagram eine parasoziale Interaktion. Das heißt, der Aufbau von Beziehungen mit Medienpersonen. Ursprünglich kommt der Begriff tatsächlich aus der Fernsehforschung, wo es darum ging, wie man sich mit Schauspielern oder eben mit geskripteten Personen identifiziert. Jetzt haben wir natürlich echte Personen, die mehr oder weniger authentisch im Internet auftreten, mit denen ich teilweise tatsächlich interagieren kann. Und das Gefühl, das man dadurch hat, ist tatsächlich, dass man eben vielleicht eine neue Freundin gefunden hat oder eine große Schwester, an der man sich orientieren kann. Hinzu kommen habituelle Bedürfnisse, die man über Medien sehr gut lösen kann. Das heißt, Routinen. Viele Medien und Medienangebote haben sich so in unser tägliches Leben als Routine eingeschlichen. Morgens, wenn man aufsteht, den Wecker ausmacht, und dann ist der Wecker meistens das Smartphone. Und dann kann ich als erstes mal WhatsApp checken und gucken, was da so los ist. Von diesen Routinen haben sowohl Erwachsene als auch Jugendliche welche, die hilfreich sind und die einen stützen, aber eben auch welche, die vielleicht nicht ganz so hilfreich sind, nicht ganz so gut sind, die man nochmal hinterfragen müsste. Dann haben wir natürlich den großen Bereich, den wir bei YouTube schon angesprochen haben, mit Orientierung und Kontrolle. Ich kann mich orientieren in dieser großen, komplexen Welt, aber ich kann mich natürlich auch orientieren in meinem Nahraum, bei meinen Peers. Und das ist noch viel wichtiger. Das heißt, wer macht eigentlich was? Wer ist mit wem zusammen? Wie muss ich denn aussehen, mich präsentieren, dass ich gut ankomme? Das sind Fragen, die ich darüber lösen kann und die manchmal dann auch in so komisches Verhalten münden, wie dass man zum Beispiel ständig sein Handy checkt, Instagram. Und man dann manchmal denkt, so sind die alle süchtig, warum machen die das? Und dann natürlich ganz wichtig ist, dass wenn ich zum Beispiel bei Instagram ein Bild von mir und meiner besten Freundin gepostet habe beim Eis essen und sie darauf verlinkt habe, dann werde ich natürlich völlig nervös, weil ich jetzt darauf warte, dass sie darauf reagiert. Das ist ganz wichtig. Liked sie das Bild, schreibt sie einen Kommentar, wer reagiert dann noch drauf? Und dementsprechend muss ich das natürlich ständig checken.
Ganz schlimm wird es, wenn ich dann sehe, sie war bei WhatsApp online, aber hat noch nicht auf meinen Instagram-Post reagiert, weil das muss sie dann ja gesehen haben. Das heißt, das sind eben Sachen, die ganz wichtig sind und wo Medien hier eben eine wichtige Funktion einnehmen. In dem Zusammenhang wird dann gerade bei Instagram ganz häufig auch davon gesprochen, ja, das, was man dort sieht, ist doch nicht real, das weckt doch alles falsche Sehnsüchte, falsche Bedürfnisse. Manchmal unter dem Aspekt mit, ich sehe dort die perfekte Welt, meine Stars und Sternchen und möchte genauso sein. Und manchmal eben auch unter dem Aspekt mit, es geht um Schönheitsideale, die vielleicht auch gefährlich sind. Das ist eben die eine Seite. Da ist immer die Frage, mit wem folge ich bei Instagram? Und eine Aufgabe von sozialer Arbeit, Jugendarbeit könnte zum Beispiel auch sein, hier Alternativen aufzuzeigen. Denn es gibt nicht nur den Content, den wir vielleicht als schädlich betrachten, sondern es gibt natürlich auch Content, der Chancen beinhaltet, wo dann genau das Gegenteil gezeigt wird und dann eben darauf Wert gelegt wird, dass man sich so, wie auch immer man ist, schön findet und zufrieden ist. Hinzu kommen dann natürlich affektive Bedürfnisse. Wird gerne irgendwie vergessen oder so als, ja, das machen die auch, aber das müssen wir jetzt pädagogisch nicht großartig auswerten gesehen. Finde ich aber ganz wichtig, tatsächlich der Aspekt, dass man mit Medien auch einfach Spaß haben kann und das auch darf. Das heißt, dass nicht immer die erste Frage ist, mit was kann man denn daraus lernen, sondern tatsächlich auch dieses einfach mal jugendlich sein, diese Phase genießen. Und tatsächlich sich einfach mal unterhalten lassen. Das Ganze funktioniert in der Realität natürlich nicht losgelöst von anderen Sachen. Die Dinge, die ich mir zur Unterhaltung anschaue, darüber findet dann eine Anschlusskommunikation mit meinen Peers statt. Das heißt, die wirken wieder zurück natürlich auf mein Offline-Leben, soweit es das überhaupt noch gibt. Weil Offline und Online ist ja nicht so richtig getrennt. Ich habe dann eben bei all diesen Sachen, die ich vielleicht zur Unterhaltung nutze, wie Snapchat oder TikTok, habe ich dann eben auch noch eine soziale Interaktion dabei. Die wiederum sorgt für Sicherheit und Orientierung. Ich kriege wieder raus, wer ist mit wem unterwegs, was machen die wichtigen Stars und Sternchen, worüber wird gerade gesprochen. Das heißt, mit vielen Sachen kann ich eigentlich schon viele Bedürfnisse befriedigen, indem ich sie einfach passiv nutze. Andere Sachen muss ich aktiv nutzen. Und dann habe ich eben die Chance zur Selbstinszenierung, zu Rollenspielen, wobei es ziemlich umstritten ist, wie weit man tatsächlich mit so alternativen Realitäten von sich selbst im Internet spielt, weil meistens will man dort ja mit Leuten kommunizieren, die man auch aus dem echten Leben kennt. Und dementsprechend macht es da gar keinen Sinn, sich ganz anders zu geben, als man eigentlich ist. Es geht um Anerkennung, es geht darum, Trends zu verfolgen und natürlich Challenges mitmachen. Ein letzter Blick noch auf YouTube. Das heißt, was wir dort finden, sind zum einen Leute, mit denen man sich identifiziert, die man hassen kann, die man lieben kann. Wie zum Beispiel Montana Black, der über Computerspiele, aber auch über Autos redet oder auch einfach aus seinem Leben streamt und dabei vielleicht auch pädagogisch fragwürdige Inhalte verbreitet. Dann haben wir natürlich eine ganz, ganz große Nutzung von Musikvideos, also wieder Unterhaltung, Musik hören, aber auch Tutorials von Mathe lernen bis hin zu, wie komme ich ins Darknet und verkaufe Drogen. Und das ist immer das, wo man tatsächlich als Pädagoge aufpassen muss, dass man das Medium auch so beurteilt und nicht sagt, das ist nur schlecht oder das ist nur toll, sondern vieles hat eben diese beiden Seiten. Und dann gibt es eben noch Sachen, die ausgenutzt werden. Wo wir zum Beispiel mal bei Katja Krasavice sind. Das ist so ein Soft-Porno-Sternchen, die sehr beliebt ist bei Jugendlichen in bestimmten Milieus. Auch in anderen, als man zunächst denkt. Und sie hat jetzt umgeschwenkt und macht hauptsächlich Musikvideos. Nicht sonderlich gut. Diese Musikvideos wiederum werden zum Beispiel gekapert von der rechten Szene, wo es dann Parodien darauf gibt, wie aus dem Sextape wird dann das Hetztape. Und dadurch kriegt man natürlich Klicks im Netz.
Das heißt, zusammenfassend, die Sachen, die man mit Medien macht, die Grundbedürfnisse, die dahinter stehen, sind nicht neu, sondern das sind Dinge, die uns alle schon immer beschäftigen und die uns immer beschäftigen werden. Aber die Wege, wie man sie befriedigt, das sind vielleicht andere, als man früher genutzt hat. So, und jetzt ist wieder Zeit, um Fragen zu diesem Teil des Vortrags zu stellen.